Der FIFA-Weltfußballer wurde gewählt. Wir müssen kurz darüber reden. Und das Road to the Final 3-Team steht morgen an. Das und vieles mehr seht ihr nach meinem Intro. Also, let's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. So, die FIFA-Weltfußballerwahl stand gerade an und Robert Lewandowski hat gewonnen. Ich als Bayern-Fan bin mehr als zufrieden, war natürlich auch verdient, jedoch gab es einige Sachen, worüber sich eigentlich streiten lässt und da würde ich mal gerne eure Meinung hören. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also zum einen mal das FIFA Fifth Pro Team, also die besten 11 Spieler der Welt. Da gab es eigentlich relativ einige Überraschungen, würde ich mal sagen. Also im Tor hätte ich Neuer, also Neuer hat den Welttorhüter gewonnen, also ist der beste Torwart der Welt, wurde gewählt, schafft es aber nicht ins beste Team der Welt, da hat es Alisson reingeschafft. Was schon mal sehr verwunderlich ist. Dann haben wir einmal die Abwehr mit Van Dijk, Arnold. Okay, sie haben die Liga gewonnen, verstehe ich. Ramos, verstehe ich auch. Ich hätte zwar gerne Alaba gesehen und Davis, das finde ich super. Dann jetzt das Mittelfeld. Ich bin zwar Bayern-Fan, aber ich hätte ein komplettes Bayern-Mittelfeld genommen, weil Kimmich okay, Thiago okay. Aber bevor ich an Kevin De Bruyne rein tue, der einfach, ich weiß nicht, was für einen Pokal der gewonnen hat letzte Saison oder ob der überhaupt was gewonnen hat, hätte ich ja halt lieber an Thomas Müller reingetan. Ich weiß, Müller wird oft belächelt, aber er ist halt einfach zum besten Zehner der Welt gewählt worden und dass er es halt dann nicht ins Fifth Pro Team schafft, ist halt auch enttäuschend und vorne halt der Sturm war nicht anders zu erwarten. Ich finde es halt relativ schade für Neymar und Mbappé, dass sie es nicht reinschaffen. Und ja, ihr dürft halt jetzt nicht verwechseln, dass das Fifth Pro Team nicht das Team des Jahres ist, sondern das Team des Jahres wird, glaube ich, von der Community im Januar gewählt. Also da müsst ihr unterscheiden. Das heißt, es kann sein, dass dann noch Neuer ist im Team des Jahres schafft. Das heißt jetzt nicht, dass Alisson Becker im Team des Jahres ist. Aber das Team of the Year wird immer Community-based gewählt. Und ja, das ist ja von EA so ein internes Ding. Und was da die größte Enttäuschung war, meiner Meinung nach, ist einfach, das hat Jürgen Klopp sogar selber zugegeben, einfach, dass Hansi Flick, dass er nicht Trainer des Jahres wurde. Weil er hat einfach das Triple gewonnen. Klopp hat halt nur einen Titel gewonnen. Es ist die Premier League, klar. Aber Klopp hat selber am Ende gesagt, ich war nicht der beste Trainer, aber ich habe irgendwie den Pokal gewonnen. Er versteht es halt selber nicht. Ich finde es halt relativ enttäuschend für Flick, da eigentlich ein sehr bescheidener Mensch ist. Ich öffne jetzt mal im Hintergrund die Packs, solange ich noch rede. Und ja, das war halt ein bisschen enttäuschend als Bayern-Fan, Flick nicht zu sehen, weil ich meine, er kam halt einfach im Winter oder im November letzten Jahres, hat das Triple gewonnen. Und dann kriegst du halt nicht mal so eine Karte, nicht mal so einen Titel. Relativ schade. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Lewandowski eine Spezialkarte kriegt als bester Spieler. Vielleicht geben sie ihm 99er-Karte. Bei Messi und Ronaldo hätten sie es nicht gemacht. Aber Lewandowski wird halt einfach nicht so oft gespielt. Deswegen, ich würde halt gerne eine 99er-Lewandowski-Karte sehen. Er muss halt eine 99er-Karte kriegen, weil er einfach zum besten Spieler der Welt gewählt wurde. Weil er kann jetzt schlecht eine 95er-Karte kriegen und dann, was ist das? Und dann Messi dann eine viel stärkere Karte. Das heißt, ich bin mal echt gespannt, wie EA vorgehen wird. Und ja, das soll es jetzt eigentlich zu dem Thema gewesen sein. Ich wollte mich nur ein bisschen Dampf ablassen, weil ich ein bisschen sauer war auf FIFA, also was sie da veranstaltet haben teilweise. Fand natürlich online, war jetzt halt Corona-bedingt alles online. War jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber war schon relativ gut aufgebaut, auch mit den ganzen Live-Verbindungen. Und ja, worauf halt wir zu sprechen kommen wollen, ist einfach das Champions League Event, was morgen ansteht, nämlich hat EA das schon einmal gebracht. Und jetzt bringen sie es halt wieder. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso. Es wurde zwar schon spekuliert und es sind einige Leaks aufgetaucht in letzter Zeit. Jedoch hat sich es jetzt halt endgültig bestätigt. Okay, das letzte Pack. Warte, machen wir noch hier den Durchläufer. Dann schauen wir mal. Ja, ist nichts. Pizzi. Nämlich bringt halt jedes Road to the Final Team 3. Das heißt, es wird kein komplettes Team wie das 1er-Team, wo man halt dann am Ende 15, 20 Spieler hat oder 11. Ich weiß jetzt nicht, wie viele mit der Bank drin waren, sondern es wird dann einfach ein Team, glaube ich, wahrscheinlich mit 8 Spielern, was halt relativ klein ist. Wir haben halt schon auf dem Ladebildschirm gesehen, wir kriegen einen Realspieler mit 84 Physis. Eindeutig meiner Meinung nach entweder Varane oder Mondi. Ich gehe stark von Mondi aus, weil Mondi einfach einer der beliebtesten Karten ist. Er hat momentan 82 Physis, das heißt, es wird perfekt passen. Er wird ein plus 2 Upgrade kriegen, würde auch plus 2 Physis kriegen. Vor 2 Jahren, als das Team rauskam in FIFA 19, da haben sie schon mal gemacht, dass sie es im Winter so ein Road to the Final 3 Team mitten in der Footmiss gebracht haben. Und da waren die Preise einfach überragend hoch. Also, das heißt, die waren so teuer und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie teuer die waren. Das heißt, da sehe ich einen Mondi dann nicht bei 300.000, 400.000, weil wenn seine normale 83 Karte schon so viel wert ist, da sehe ich dann einen Mondi bei 700.000 bis 800.000, 600.000, 700.000.
Das ist halt einfach zu viel. Also für die Pros, klar, ist es ein Muss. Aber jetzt für den Normalspieler, der jetzt halt gerne Mondi im Team hat, verstehe ich, dass dann 6.000, 7.000 zu viel wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur Ding 300.000, 400.000 kostet, wenn seine normale Karte schon so teuer ist. Vor allem, die wird nur für einen kurzen Zeitraum erhältlich sein. Real ist schon sicher weiter. Achtelfinale ist ausgelost. Ja, er kriegt also mit dem Achtelfinale Hinspiel sein Upgrade, mit dem Achtelfinale Rückspiel sein Upgrade, dann mit dem Viertelfinalsieg, Halbfinalsieg und Finalsieg. Finale werden sie es, glaube ich, eh nicht schaffen dieses Jahr mit der Mannschaft, aber egal. Ist halt einfach mal ein Mondi-Upgrade, weil er sonst fast keine Upgrades kriegt. Varan wäre halt auch möglich, Varan wäre halt, glaube ich, nochmal teurer, weil Innenverteidiger einfach nochmal gefragt sind als Linksverteidiger, weil man Upgrade in einem Innenverteidiger einfach wesentlich mehr merkt als vielleicht ein Upgrade in einem Außenverteidiger, auch wenn der Außenverteidiger plus 2 kriegt. Weil ich meine ja, wenn ihr einen Linksverteidiger plus 2 upgradet, ist es schon gut, aber wenn ihr einen Innenverteidiger nochmal upgradet, dann ist halt, man denkt halt, man merkt es in der Innenverteidigung mehr. Ist auch das gleiche, wieso dann immer Team of Tier-Karten im Sturm teurer sind als in der Verteidigung, weil man im Sturm halt einfach sozusagen das Gefühl mehr merkt. Und ja, wir sehen halt hier die 51 Prime-Icons in den Packs. Morgen werden wahrscheinlich die anderen 51 kommen, das heißt, ab morgen haben wir dann alle Prime-Icons dauerhaft in den Packs. Morgen wird auch ein Foot-Free-Spieler kommen und ich glaube, es wird halt ein richtig, richtig geiler, weil wir sehen, es ist ein 10er und die haben nichts angekündigt, also kein Land, keine Liga, das heißt, es könnte schon relativ geil werden. Ich gehe von einem sehr starken 10er aus, da es halt Freitag ist und Freitag hat immer, je, glaube ich, am meisten Geld macht, deswegen gehe ich halt stark davon aus, dass morgen ein relativ guter Spieler kommt. Hier ist Navas, ein richtig geiler Spieler, meiner Meinung nach. Ich habe seinen Rechtsverteidiger mal als Innenverteidiger im Draft gespielt und der war einfach geisteskrank. Das heißt, falls ihr gerade die Coins übrig habt, aber ihr habt halt, die Sache ist die, wenn ihr Koundé gemacht habt, lohnt sich schon mal Navas nicht, weil Varane und Koundé sind einfach besser als Navas. Wenn ihr ich weiß nicht, es gibt halt so viele Möglichkeiten, Navas zum Gehen. Er ist halt auch klein, wird halt bestimmt oft weggedrängt. Hat halt jetzt nicht den besten Körper und ja, die Silberstars, den müsst ihr machen, muss nicht wieder zu sagen. So, ich wollte halt einfach nochmal ein Upgrade dazu geben, was alles morgen passieren wird. Ich habe auf dem anderen Account 20 Packs aufgespart, das heißt, morgen Abend haben wir noch ein Pack-Opening. Wir werden morgen die Weekend streamen und was ich auch halt sagen wollte, wie ihr halt möglicherweise spekulieren könnt, um einen Gewinn zu machen, wäre halt beispielsweise, dass ihr eventuell vielleicht da jetzt 1, 2, 3 Mondis oder Varans halt kauft, weil wenn diese in den Packs kommen, werden diese halt eh dann, also für eine Woche nicht mehr zu ziehen sein und das heißt, dann steigen sie halt noch eventuell. Aber vielleicht nicht so stark, aber es ist halt eine Möglichkeit, wie man beispielsweise aus einem Mondi, der halt 70k wert ist, wenn man vielleicht so 5 Stück kauft, das ist halt spekulativ, klar, wenn ihr 5 Stück kauft, dass er vielleicht auf 90k ansteigt am Samstagmittag schon und dann ihr halt am Samstagmittag mit 20k jeweils Gewinn verkauft, ist halt sehr Risiko, weil wenn man rankommt, sitzt ihr auf den Coins, also ihr macht fast keinen Verlust, die Gewinne sind 3000 und ja, sonst zum Trading, was ihr machen könnt und dazu werde ich aber noch ein eigenes Video bringen, also ich will es in mein eigenes Video bringen, aber ich schaff's ja nicht, ist einfach UV, ich erkläre es mal ganz kurz, was ist UV, wir sehen hier Joshua Kimmich, ihr sucht euch einen Spieler aus, ich habe das letzte Video glaube ich schon erklärt, beispielsweise Kimmich hat hier einen Preis von 37.000, ne, von 39.000, 40.000 glaube ich, das heißt, ihr sucht euch einen Spieler aus Kimmich und versucht ihn, bei 40.000 Münzen habt ihr 2.000 Münzen Gebühren. Ihr versucht ihn die ganze Zeit für vielleicht 36, 37 zu bekommen und da macht ihr so vielleicht 1k pro Kimmich gewinnen. Ihr seht hier beispielsweise, ich versuche ihn zu erbieten. Wenn ich ihn jetzt erbiete, habe ich vielleicht nach Gebühren 1.500 gewinnen. Und das macht ihr halt in der Stunde 30, 40 Mal und so habt ihr halt in eurer Stunde 50 bis 70k und so summiert sich das Ganze halt zusammen. Wenn ihr dann 3-4 Stunden dran seid, macht ihr eure 200.000 bis 300.000. Am besten wäre es dann einfach mit Spielern, die so 7.000, 8.000 Münzen wert sind, wenn ihr die dann für vielleicht 6.000 kriegt. Und ja, so ergibt sich das Ganze dann. Mal sehen, ob wir jetzt den Kimmich bekommen haben. Ich wollte ihn eh in mein Team einbauen. Ne, wir wurden leider überboten. Aber so ist das Grundprinzip vom überteuerten Verkaufen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video gefallen. Ich hab jetzt versucht, das Video schnellstmöglich zu bringen nach der Weltfußballerwahl mit dem ganzen Team und so. Ja, danke euch und wir sehen uns bis morgen zum Stream.